Hey Leute, ich bin Kiki, was geht? Und ja, wir sind wieder im Minecraft Mystery. Wenn euch diese Folge gefällt, lasst ein Like da und abonniert mich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ja. Genau. Na schön. Hä? Steuern Schule? Nee, ich habe schon genug Schule. Sandy. Sehr geehrte Kikis Welt, wir wurden darüber in Kenntnis gesetzt, dass Sie schulpflichtige Kinder bei sich zu Hause haben. Oh nein. Sie wissen wahrscheinlich schon, wie Sie anschreiben. Ja, das haben Sie hier oben nämlich erklärt. Mann. Auch diese Kinder haben ein Recht auf Bildung. Aus diesem Grund wollen wir Sie bitten, die Kinder heute noch auf der Main City Grundschule anzumelden. Tun sie dies nicht, werden wir ihnen wohl einen Besuch abstatten müssen. Mit freundlichen Grüßen, Main City Jugendamt. Und wo ist bitte schon diese Schule? Koordinaten der Schule. Nur für den Fall, dass sie nicht wissen, wo die Schule ist. 36877. Und irgendwas mit minus 500. Jetzt hätte ich das fast gelöscht. Minus 518. So, die Koordinaten haben wir. Na schön. Hatte ich nicht irgendwann mal ein Schwert? Ein Eisenschwert? Ich hab's wohl kaputt gemacht. Ach komm, ich hab so viel Gold, dann kann ich. Dann mache ich mir jetzt halt einfach ein Goldschwert. Ich weiß, dass es nicht so gut ist, aber trotzdem. Gold geht so schnell kaputt. Dafür habe ich aber viel davon. Hä? Toll. Aha. Na dann, schnappen wir uns mal die Kinder und nehmen sie mit. Oh, für den Fall, dass irgendjemand stirbt. Sollten wir vielleicht so machen. Isabel, die aus der ersten Folge. Nein, zweite. Das war die zweite Folge. Ich habe gerade mal 8 Folgen jetzt und kenne mich jetzt schon nicht mehr aus. So. Ihr beiden kommt auch mit. Und ihr kommt. Ich knall denen einfach die Tür vor der Nase zu. Also, wohin geht's? Da wird es ja kleiner, also müssen wir in diese Richtung. Und das war 300, ne? Also auch ein bisschen weiter da lang. Ach, wir kriegen das schon hin. Na, no, rennt nicht in den Kaktus. Okay, stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir können weiter. Thank you.
Leute, ich glaube, ich habe es gefunden. Okay, sind noch alle da? Moment, ich muss mich erhöhen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, alle auch da. Da. Jetzt im Ernst, das soll eine Grundschule sein? Und dann ist da ein riesiger Lavasee? Wir machen einen großen Bogen darum, denn ich will nicht nochmal zurücklaufen müssen, nur um einen herzuholen. Ah, hier sind Erfahrungspunkte. Wieso? Was ist gestorben? Oh nein, es wird dunkel. Schnell rein. Und ich bringe euch um, wenn ihr jetzt nicht reinkommt. Ein paar haben es geschafft, andere wiederum nicht. Moment! Probieren wir es nochmal. Rein hier. So, sind jetzt alle drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist der andere? Moment. Vier Jungs. Ach, nee, da. So, perfekt. Hallo. Ich mach mal die Tür zu. Frau Sonnenschein. Guten Tag, ich bin Frau Sonnenschein, die Schulleiterin der Main City Grundschule. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte meine Kinder hier anmelden. Oh, klar. Wie heißen Sie denn? Kiki. Wie in Kikis Welt? Ja. Ach so, okay. Wir haben genau 8 Plätze noch frei. Okay, super. Aber da es die letzten 8 sind, sind die Kosten etwas. Naja. Wie viel kostet das? Pro Kind normalerweise 10 Karotten, aber da es komplett die letzten Plätze hier sind, dann auch noch mitten im Jahr, würde ich sagen, pro Kind kommen 5 Karotten dazu. Also für alle 8 insgesamt wären es dann ein Stack und 56 Karotten. Na schön. Na dann gehe ich mal nach Hause. Okay, Leute. Wie ihr seht, habe ich mir Karotten geholt, aber ich habe jetzt was anderes vor. Und zwar möchte ich mir eine Farbe zusammenbauen, aber mir fällt gerade auf, dass das nicht funktioniert, weil ich keinen Lapis habe. Meine Träume werden zunichte gemacht. Schon wieder. Okay. Ja, nee, ist klar. Ich will trotzdem. Ja. Wir holen uns rote Blumen. Nur damit ihr wisst, was überhaupt jetzt Sache ist. Apropos, wir müssen auch noch zum Questmaster, ne? Oh Mann. Und dann muss ich mir noch diesen komischen Brief von wegen Steuern angucken. Steuern, Fragezeichen, ja. Was für Steuern hier, Alter. Würde es wirklich Steuern geben, hätte mir ja wohl jemand Bescheid gesagt, damit ich sie zahlen kann, oder? Oder ticken die so, dass sie warten, bis ich eine große Menge bezahlen muss und sagen mir dann erst Bescheid? Na, vielen Dank auch. Ich wollte mir nämlich eigentlich Magenta machen. Ja, ich hätte nur 2 gebraucht. Jedenfalls will ich mir nämlich eine Lederrüstung bauen. So eine schön rosa, ne?
Einfach weil ich eh nicht genug Materialien habe, mir irgendeine andere Rüstung zu bauen und ich gerade auf dem Weg Kühe gefunden habe. Und bevor ich dann meine ganzen Karotten da ausgebe, ne? Und ich sollte vielleicht mal was essen. Jedenfalls kommt jetzt ein Cut. Ciao. Hey Leute! Ich habe hier gerade wirklich ohne Koordinaten hergefunden. Das finde ich sehr erstaunlich. Ich habe die kein einziges Mal angemacht, abgesehen von jetzt. Und ich habe bemerkt, dass hier auch schon ganz schön viele Kühe sind. Das heißt, ja. Wir brauchen 8 und 7, das sind 15. 15 Leder. Guten Tag. Ihr seid mir viel zu teuer. Bitte. Meinst du die Grundschule? Ich mag dich nicht. Seit wann kostet Schule überhaupt was? Na, abgesehen von Papiergeld und Druckgeld, Dingenskirchen und was weiß ich. Schulausflüge. Kommt immer mit. Warum habe ich keine Axt mit? Herein. Tut mir leid, ich habe hereingesagt. Dürfen wir reinkommen? Ist schon gut. Sie brauchen gar nichts zu sagen. Raus. Wartet mal kurz hier. Wie war das nochmal in der Schule? Nein, warte. Ah, Hilfe! Ihr seid so unübersichtlich. Sie kriegen gleich ihre Tür zurück. So. Keiner folgt mir? Gut. Klopf, klopf. Entschuldigung für die Störung, aber ich habe hier ein paar Störenfriede, die ich Ihnen gerne andrehen würde. Wie viele freie Plätze haben Sie hier drin? 1, 2, 3. Tut mir leid, dass ich auf dem Tisch stehe, Mann. Okay. 1, 2, 3. Folgt mir. Rein hier. Auch neue Klasse. Bitteschön. Ich habe sie mal eingeteilt, ne? Ich habe hier noch 5 andere. Also beschweren Sie sich nicht. Ich bezweifle, dass ich die Tür gerade richtig eingebaut habe. Aber egal. Weg! Ich muss da durch. Klopf, klopf. Guten Tag. Oh, stehe ich im Weg. Herr Rolf. Na schön, Herr Rolf. 1, 2, 3. Ich bringe Ihnen 3 Störenfriede, auf die ich keine Lust mehr habe. Okay, nein. Ich bringe Ihnen 3 weitere Störenfriede für Ihre Klasse. Moment. Hier sind ziemlich viele Mädchen. Timmy, ja, Timmy, du tust mir leid. Mein Beileid. Ach du, ah, da. Folg mir. Herein. Hast du ein paar Jungs in der Klasse. Und der Rest sind seid ihr beide. Okay, dann bin ich ja gleich alle los. Wow. Bin ich eine liebevolle Mutter, Alter? Ja, ich bin meine Kinder los. Sind nicht mal meine, aber egal. So. Hier ist einfach mal keine Lehrerin. Ey, also ich finde diese Klasse echt toll, ne? Lehrer ist draußen, alle sitzen hier, schauen an die Tafel.
und reden nicht ein Wort miteinander. Ja, okay. Es gibt Besseres, als kein Wort miteinander zu reden, aber... Was wollte ich jetzt nochmal hier? Hä? Ich wollte irgendwas, habe ich das... Ah, ich wollte, Leder. Ciao. Mrs., ich nehme ihn ihr Geld lieber. Oh, meine Fresse, bin ich schreckhaft. Oh. Soll ich meinen Puls messen, weißt du? Okay, nein. Oh, meine Fresse. Vor allem in Minecraft bin ich voll schreckhaft. Jedenfalls, Mrs., ich nehme Ihnen Ihr Geld liebend gern ab. Ich kann Sie nicht leiden. Oh, Geizhals. Gib mir Leder. Weg vom Lava. Das war ein gut gemeinter Rat, jetzt gib mir Leder. So. Ich kassiere für meine Ratschläge. Schläge. Oh, ich rette euch. Oh, ah! Ich wollte was essen. Vollpfosten. Ey, ich hab Hunger. Lass mich. Oh, das war knapp. Ich habe fast nichts mehr zu essen hier. Seit wann esse ich denn so viel? Ich habe gerade mal 6 Leder. Was soll denn das hier? Ich merke gerade, dass die einen voll abzocken. Dieser Max. Der nimmt mir 20 Karotten für ein Stück Leder ab. Sag mal. Da kann ich auch einfach mal in die Wildnis gehen und... Scheiße. Mir selber welche schlachten hier. Komm her! Komm schon! Oh. Fertig. Noch lange nicht. Komm her. Brauch noch 5. Komm schon, ihr geizigen Kühe. Willst du mich verarschen? Warum treffe ich die nicht? Mann! Ich bin zu blöd. Noch 2. Komm schon. Oh, scheiße. Ah! Boah. Idiot. Ich hasse es, wenn mich Leute so erschrecken. Komm! Komm mit! Ich schub dich jetzt in den Lavasee dafür. Komm! Komm, mein allerbester Freund. Mein allerbester Freund. Warum nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich weiß nicht mal mehr, warum ich den so nenne. So. Yay. Man sieht die Tafel von hierher. Ne, bis hierhin. So, und jetzt geht's wieder nach Hause. Fußmarsch. Yay. Ich habe keine Waffe mehr mit, ne? Ich habe nur ein paar scheiß Pfeile. Und Knochen. Ich hau dir jetzt mit meiner Hand kaputt. Komm. Lass mich dich treffen. Ich hasse diese Kuh. Aber hey, wir kamen dadurch essen. Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Hey, warte. Nicht so... Warum sind... Achso, das war ein kritischer Treffer oder so. Hey. Komm. Ja. Oh, schon wieder so ein Idiot. Haha. Na, was machst du jetzt, ha? Ich hab mein Leder bekommen, du. Ja, dass ich halt darauf abgesehen hat, dass ich kein Leder bekomme. Stirb.
ja echt langweilig. Na geht doch. Warum ist hier eigentlich so ein Krater? Sieht voll so aus wie so ein Krater, Alter. Werden das einfach so gespawnt? Was ist das da überhaupt? Ah, Mann. Ich ahne Böses. Es hat bestimmt irgendwas mit dieser M zu tun. Was? Habt ihr das eben gesehen? Moment, ich wiederhole es nochmal, falls man das auf der Aufnahme sieht. Egal. Steuern. Sehr geehrte Kikis Welt. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr weiterzulesen. Wir wollen Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Grundsteuern... Ja, das sind die Steuern für das Grundstück, auf dem ich lebe, weil das Haus habe ich mir ja selber aufgebaut und das kostet mich ja keine Steuern. Um 6% gestiegen sind. Also statt der sonst üblichen 60 Karotten müssen Sie ab sofort 64 Karotten bezahlen, da halbe Karotten nicht angenommen werden. Toll. Abgesehen davon müssen Sie uns noch 6 weitere Rechnungen zahlen. Da Sie dies noch nicht getan haben. Was für... sind die... Hätten die mir nicht sagen können, dass ich dafür Steuern zahlen muss? Und wohin? Mit der heutigen Steuer schulden sie uns also genau 6 Stacks und 40 Karotten. Geben Sie diese bitte im Steuerhaus unter Ihrem Namen ab. Zahlen Sie weiterhin nicht, werden wir Ihnen einen Besuch abstatten. Und uns den fehlenden Betrag selber holen. Mit freundlichen Grüßen, mein City Rathaus, Abteilung Buchhaltung, Rechnungen Schulden. Danke! Und das ist nichts! Das ist so viel! 6 Stacks, also? Ich hab nicht mal 6 Stacks! Mann! Okay. Na, fast. Ein Stack. Na, vielleicht kann ich woanders ja noch was abbauen. Mann. Ich heule gleich. Mann. Ey, wenn ich von dem Typen keine Karotten kriege, ich raste aus. Ich hack den kurz und klein, Alter. Steuerhaus. Elias Steuerhausbetreiber. Alter. Hä? Tobias? Lacey? Mike? Moment! Mike? Gerald? Tiki? Was für Tiki, Alter? Mario? Der ist doch da vorne. Schau mich nicht so blöd an. Max? Gerhard? wenn ihr nicht wisst, wer Gerhard ist, oder warum ich immer anfange zu lachen, das ist so ein Witz zwischen mir und meiner Freundin. Weil immer, wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen so eine Scheiße zum Beispiel, dann sagen wir Gerhard oder so. Keine Ahnung. Wie wir darauf nochmal gekommen sind, aber... Sophia? Rudolf. Wer ist bitte Rudolf hier? Ich habe noch nie diese ganzen Leute kennengelernt. Kikis Welt. Wir erwarten, da ist nichts drin. Hä? Mach lieber keinen Unsinn. Was wenn doch? Was, wenn ich mir das hier jetzt einfach nehme? Okay, nein. Wir lassen dich keinen Moment aus den Augen, also versuche es gar nichts. Hab ich doch eben! Ich habe nichts zu essen. Mann! Guten Tag, Ihr Name und Anliegen.
Kiki und ich möchte meine Steuern zahlen, von denen ich nicht mal informiert wurde. Kiki, wie in Kikis Welt? Ja. Gut. Oh, sie hängen ja ziemlich zurück. Ach, wessen Schuld ist das bitte? Na dann, über ihrem Fach steht ihr Name, tun Sie es einfach da rein. Okay, danke, aber ich hätte da noch eine Frage. Und die wäre, wann muss man immer bezahlen? Die Steuerzahlung ist einmal wöchentlich, vorzugsweise Montag. Okay, das heißt also, jede Folge müsste ich theoretisch hierher rennen und meine Steuern zahlen. Ja, genau. Es tut weh, diese ganzen Karotten jetzt liegen zu lassen. Pass gut auf sie auf. Bitte. Okay. Wehe, ihr benutzt die, um irgendwas zu finanzieren, was nicht für unsere Stadt ist. Klar. Weil wer weiß, was dieser komische Bürgermeister oder was weiß ich so damit anstellt. Und ich sollte mal mein Essen braten. Hier sind so viele Monster. Und ich habe keine Waffe, weil ich vergessen habe, mir eine zu bauen, bevor ich aus dem Haus gehe. Ich bin immer so vollkommen bescheuert. Ah, ich habe ja noch was zu essen. Ach, Gott sei Dank. So. Ach ja. Stimmt ja, ich wollte mir eine Rüstung bauen. So. Ist das nicht schön? Und jetzt hole ich mir noch ein paar Karotten. Obwohl. Ja, doch, ich hole mir ein paar Karotten. Ich will einen Steak dabei haben, sonst fühle ich mich nicht wohl. Außerdem, mir können doch nicht alle meine Karotten abgezockt werden. Und dann haben die anderen hier alles noch so... Wie können die überhaupt ihre Steuer zahlen? So viele Karotten gibt es doch gar nicht auf der Welt. Und ich habe schon wieder kein Schwert gemacht. Ich kann auch echt gar nichts. Irgendwo da in die Richtung ist doch ein Dorf. Ich habe es offscreen übrigens geschafft, zu dem Dorf einmal hinzugehen und dann durch die halbe Weltgeschichte zu reisen. Jetzt im Ernst, da ist ja so ein Sumpf. Ich habe es irgendwie geschafft von, weiß ich, das war irgendwo da, da ganz weit weg auf den Sumpf raus, aufs Meer und dann irgendwann es zu schaffen, hier wieder anzukommen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich da rumgetabert bin, 15? Das war so erbärmlich, Alter. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Damit ihr euch lustig machen könnt über meine Dummheit. Ja, aber... Über was kann man sich besser lustig machen als über Dummheit? Das ist doch immer die beste Art. Das Beste, worüber man sich lustig machen kann. So. Guten Tag, ich bin nicht hier, um euch eure Karotten zu klauen. Hier sind auch solche Vollpfosten am Werk. Ja, eindeutig Vollpfosten. Guten Tag. Sind hier auch irgendwelche schon gewachsen? Aber ich bin fair. Ich pflanze so viel, wie ich kann, wieder an. Mehr kann ich nicht. Tut mir leid. Hab keine mehr. Wie
ist ja auch noch eins. Alles nur Weizen. Ach, ist mir doch schnuppe, die müssen ja irgendwas finden. Na, 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 na. Diesmal kenne ich den Weg. Apropos, wir können ja auf dem Weg zurück auch nochmal eben beim Questmaster vorbeischauen. Weil sonst verfolgt uns ja Pech. Obwohl ich der Meinung bin, er hat uns schon verflucht. Weil ich jetzt aus heiterem Himmel Steuern zahlen muss. Ja. Da ist es. Ich habe zurückgefunden, ohne eine halbe Stunde zu laufen. Ah, hier ist ein totes Huhn. Aufsammeln, ne? Wer kennt's nicht? Man läuft so durch eine Wüste, dann liegt da so ein blaues totes Huhn. Was sollte man anderes machen, als es aufzusammeln? Na, wie geht's deinem Nichts? Heutige Quest, bringe mir 10 Diamanten. Du tickst doch nicht mehr ganz richtig. Okay, wie wäre es mit, bring mir 4 Stacks Sand. Oh na, wie immer werf sie ins Nichts. Okay, ja. Okay, na dann, du weißt ja, was zu tun ist. Ja, ich habe, glaube ich, irgendwo noch 6 Stacks rumliegen. 4. 4! Ich kann natürlich auch 6 wegwerfen. Wäre nur ziemlich kontraproduktiv, falls ich das irgendwann mal brauchen sollte. Warum fehlen hier 2 Blöcke? Oh, diese scheiß Erinnerments, ich hasse sie! Es waren hundertprozentig Enderman. Kein anderes Wesen kann so bescheuert Blöcke klauen. Ja. Ich hab keine 4 Stacks. Warum nicht? Muss ich wohl ein bisschen was sammeln. Ist gut. Oh, meine Rüstung. Ich hätte mir den nicht bauen sollen jetzt. Ach so. Ich habe vergessen, dass ich eine Schaufel holen wollte. So, welchen Berg bauen wir ab? Welchen Berg? Ein kleiner. Nicht allzu groß. Ah! Ich bin so bescheuert. Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, was ich mir gerade nicht sicher bin. Mann! Eben wusste ich's noch! Ich hab's vergessen! Mann! Sieht das nicht schön aus? Und jetzt habe ich 4 Stacks. Ich zum Fenster rauswerfen kann. Also Steuern und Schule haben wir jetzt geklärt. Okay. Na schön, Mrs. Ich tue so, als würde ich aufgeben. Ja gut, ich habe das auch nicht gerade überzeugend gemacht. Ich habe keine Lust mehr, dich aus dem Hinterhalt zu nerven. Also komm in den Süden, wenn du ein bisschen mit einem Schiff fährst, kommst du bei einer Insel an. Was ist das denn für ein Deutsch? Also komm in den Süden, wenn du ein bisschen mit einem Schiff fährst, kommst du bei einer Insel an. Wo ist das Komma? Ich wüsste selber nicht, wo das hinkommen würde, also was soll's.
Dort warten meine Gefolgsleute, wenn man sie so nennen kann. Jedenfalls werden wir dort aufeinandertreffen. Versprochen. Ich weiß nicht, ob ich, wenn sie es verspricht, auch hinkommen will. Und sei dir gesagt, ich halte meine Versprechen. Ja, also... Aber ob ich dich wirklich treffen will, das... Ach so, und außerdem ein kleiner Tipp. Nimm Essen mit, aber sonst nichts. Ich verspreche dir auch... falsch betont, wetten. Ich verspreche dir auch, dass ich dich nicht einmal berühren werde. Aha, das heißt, sie haut mich nicht? Das hört sich schon mal gut an. Und falls du doch was anderes mit hast, kannst du dich für immer davon verabschieden. Also denk drüber nach. Okay. Ich wirf den Rest einfach hier rein. Das werde ich dann später nach der Folge sortieren. So. Das ist Essen. So, dann werde ich jetzt so machen. Dann baue ich mir ein Schiff. Das geht doch noch immer so, ne? Ja, hat sich nicht verändert, das Crafting-Rezept. Nur das Bild. Ich hatte schon befürchtet, dass man dafür irgendwie was braucht. So eine Schaufel noch dazu oder so. Ach, weißt du was? Okay. So, das lassen wir nämlich hier. Nein, ich nehme kein Schwert mit. So. In den Süden. Surf. Süden. Okay. Der Questmaster liegt ja auf dem Weg. Und es wird schon wieder Nacht. Hey, Trevor. 1, 2, 3, 4. Bitte, du hast es gesehen. Jetzt schnell zurück, damit ich schlafen kann. Und dann gehe ich zu dieser Obwohl, sollte ich da wirklich hingehen? Ich will da nicht hin. Ich habe Angst vor ihr. Was, wenn sie wirklich... Mel heißt? Aber vielleicht war es auch nur ein Zufall, dass er das groß geschrieben hat. Aber warum sollte... Bitte sei nicht mehr. Bitte sei nicht mehr. Wenn ihr nicht wisst, wer Mel ist. Es gibt einen Film Disney Descendants. Und Disney Descendants 3? 3 oder 2? Habe ich... Ich meinte 2. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich 3 oder 2 gesagt habe. Alter, ich bin so armselig. Also Süden. Es gibt einen Film, der heißt Descendants, die Nachkommen. Also auf Deutsch, auf Englisch heißt er nur Descendants. Und das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Sowohl Teil 1 und Teil 2. In dem Film geht es darum, dass irgendwie... Also ihr kennt wahrscheinlich aus dem Märchen die Bösewichte Maleficent, die böse Königin, Jafar. Also Jafar aus Aladdin, die böse Königin aus Schneewittchen, Maleficent aus Dornröschen und Cruella de Vil aus 101 Dalmatiner. Und das sind halt die Eltern von Kindern. Wow! Ja, ich bin gut. Nee, also die haben halt Kinder. Evie, Carlos, Jay und Mel. Mel ist die Tochter von Maleficent. Evie ist die Tochter der bösen Königin. Jay die Tochter von Jafar. Und Carlos, der Sohn von... Cruella. Mel ist sozusagen die Anführerin von den Vieren. Die kommen nach Auradon. Das ist ein Reich, wo nur die Königin und
Könige, also die Guten aus dem Märchen wohnen. Und was weiß ich. Jedenfalls, ihr müsst euch den Film selber angucken, weil ich könnte jetzt den ganzen Tag darüber reden. Ernsthaft. Ich würde jetzt den ganzen Tag darüber reden. Oh Mann. Ich habe ja viel Hunger. Ja. Jedenfalls ist es ein cooler Film. Solltet ihr euch unbedingt ansehen. Hey Leute, ich bin scheinbar wieder da. Na dann lasst mal in den Süden fahren. Was meint ihr wohl, wie weit wir fahren müssen? Wahrscheinlich ziemlich lange. Hä? Was ist das? Was ist das denn für eine komische Insel? Was ist das? Die sagt denen irgendwas an. Ist da... Hoffentlich sieht sie uns nicht. Die sieht aus wie Mel. Nein! Die sieht aus wie Mel. Schnell weg. Die bewegen sich. Schnell, 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 schnell. Die fliegt einfach weg. Moment, was? Was macht die da? Und jetzt verschwindet die einfach wieder, oder was? Ich hoffe, die bemerken uns nicht. Oh oh. Die haben uns bemerkt. Oh, hallo. Soll ich hinterherkommen? Hallo, ich bin freundlich. Freundlich. Ja? Ich glaube, ich soll den folgen, oder? Ja? Soll ich mich hier hinstellen? Ja? Okay. Und warum? Warum nickt ihr so aggressiv? Könnt ihr mir das mal erklären? Was? Ne? Ah! Nein, nicht schon wieder!